Ich glaube, heute gibt es eine Premiere hier in diesem Video, denn heute werde ich euch etwas sagen, was ich in den letzten Tagen gekauft habe, was ich, glaube ich, seitdem es diesen Kanal gibt, noch nie gekauft habe. Ne? Wir reden heute mal über Rohstoffe. Und warum Rohstoffe jetzt gerade so spannend sind, worauf ihr achten müsst und ob ihr und wie ihr Rohstoffe mit einbauen könnt, darüber geht es jetzt in diesem Video, deswegen bleibt dran. Kleiner Vorspann und dann legen wir los. Ich habe es schon gesagt, es ist eine Premiere. Ich habe ja jetzt hin und wieder schon mal Videos über Gold gemacht. Ne? Und ihr wisst, ich bin kein Fan von Gold. So, warum? Weil Gold einfach nur ein Werterhalter ist. Das heißt also, es gibt ja diese Geschichten, ne? Wenn du heute eine Unze Gold nimmst, dann kannst du dir einen Anzug kaufen und vor 5000 Jahren, da konntest du dir für eine Unze Gold eine Tunika kaufen. Okay, also wir müssen erstmal sagen, wenn du heute eine Unze Gold nimmst, die kostet jetzt aktuell $1,600. Also für $1,600 bekommst du schon einen sehr schönen Anzug. Ne? Das ist jetzt noch nicht das Teuerste, was es gibt auf der Welt, aber hey, 1600 Euro für einen Anzug, das ist schon was Feines. Da bekommst du bestimmt auch noch einen Gürtel mit dazu und vielleicht auch noch ein Hemd. Also so gesehen stimmt das schon. Ich habe in den letzten Tagen Gold gekauft. Jetzt wird der ein oder andere sagen, hast du nicht vor kurzem erstmal gesagt, Finger weg? Ja, habe ich. Ich habe vor kurzem ganz klar und beim nahezu selben Preis wie heute gesagt, Finger weg, beziehungsweise ich erwarte erstmal fallende Preise. Und ich habe euch auch gesagt, dass in einem Crash Gold keine Versicherung ist. So, jetzt schauen wir uns mal an, was jetzt hier in den letzten Tagen eigentlich so passiert ist. Und wir haben gesehen, Gold ist bis auf roundabout $1,700 angestiegen. Und danach kam ja der Crash an den Aktienmärkten und jeder, der dachte, Gold hilft ihm, sah sich getäuscht, denn Gold ist auch von 1700 auf hier 1450 runtergefallen. Wie viel ist das? Naja, sind auch so knapp 15% oder sowas. Ne? Es ging erstmal runter, deutlich weniger als der Aktienmarkt, aber ging erstmal mit runter. Und dasselbe konnten wir ja schon damals beobachten in der Finanzkrise. Aktienmärkte 50% gefallen. Und Gold damals 30% gefallen. So, jetzt ist aber was passiert, was meine Einstellung, mein Handeln geändert hat. Und zwar, vielleicht noch vorweg eins. Wir alle haben ja Meinungen. Ne? Wir bilden uns Meinungen zu irgendetwas. Das ist gut, das ist schlecht, das kaufe ich nicht. So. Was wir natürlich an der Börse niemals machen sollten, ist, dass das Dogmen für uns darstellen. Das heißt also, dass wir sagen, ich habe gesagt, ich werde diese Firma immer im Depot behalten. Und jetzt stellt sich plötzlich heraus, na, die Firma ist doch nicht so gut, wie du dir das gedacht hast. Dann verkauf sie halt. Genauso, wenn du sagst, ich würde niemals das und das machen. Vielleicht macht es ja manchmal Sinn, das Ganze doch zu machen. Das heißt, während du dir im Leben eine Meinung bilden solltest, das ist zumindest meine Überzeugung und auch eigentlich zu dieser Meinung stehen solltest, außer es kommt etwas, was diese Meinung vollkommen auf den Kopf stellt, musst du an der Börse einfach sehr, sehr flexibel sein. So, und wenn wir uns das Ganze hier jetzt mal anschauen, dann sehen wir, Gold ging runter, ging jetzt wieder hoch. Ich habe in diesem Anstieg jetzt auch Gold gekauft und habe auch vor, das weiterhin zu halten. Und zwar mit folgender Begründung. Was nämlich jetzt anders ist als beispielsweise noch hier, wo es derselbe Preis war, ist, dass wir plötzlich eine ganz neue Situation durch die Notenbanken haben. Wir wissen alle, dass die Amerikaner ihren Zinsen vorher schon gesenkt hatten. Und das hat ja auch dann dazu geführt, dass Gold angestiegen ist. So. Die Europäer haben auch sehr niedrige Zinssätze, wir haben Negativzinssätze teilweise. Und jetzt kam allerdings dieser Börsencrash, dieser Börseneinbruch. Und das hat ja jetzt dazu geführt, dass jetzt und im Zusammenhang mit dieser ganzen Corona-Epidemie, mit dem Lockdown der Wirtschaft, hat das natürlich dazu geführt, dass die Fed, also die amerikanische Notenbank, jetzt unglaubliche Summen, wirklich unglaubliche Summen in den Markt geschoben hat. Und ich bin überzeugt davon, dass das erst der Anfang war. Weil wenn man sich einfach mal bewusst macht, was wir gerade sehen, vor allen Dingen in Amerika, ne, aber auch bei uns hier in Europa,
was das für ein wirtschaftlicher Schaden ist, den wir gerade erleben mit diesen Lockdowns in der Wirtschaft. Das ist unvorstellbar, was da jetzt passieren wird. Ich bin ein Optimist, das wisst ihr. Ich glaube auch, dass wir in ein paar Wochen das Ganze überwunden haben. Aber nichtsdestotrotz, das wird einen unglaublich wirtschaftlichen Schaden anrichten. Und das kann die Fed eigentlich nur bekämpfen, oder also die Zentralbanken können das nur bekämpfen, indem sie noch mehr Geld in die Märkte hineinschieben. So, und noch mehr Geld in die Märkte hineinschieben, unterbrochene Lieferketten, keine Nachfrage, plötzlich bimmelt wieder das Thema Inflation. So, und deswegen habe ich mir jetzt aktuell einfach mal wieder etwas mehr Gold gekauft, als ich sonst hatte. Ich habe das Ganze schon mal gemacht, und zwar im Jahr 2009. Weiß ich gar nicht genau, ob wir das hier hinbekommen. Ob wir hier jetzt überhaupt bis ins Jahr 2009 zurückgehen können. Schau mal. Ja doch, okay. Also hier seht ihr den langfristigen Preis von Gold. Und ihr seht hier den 30-prozentigen Einbruch während der Finanzkrise. Oder beziehungsweise besser gesagt den Crash. So, hier kam der Crash und danach wurde der Markt mit Geld geflutet. So, und das hat dann dazu geführt, dass das Gold dann, was hier damals irgendwo bei 700 war, bis auf fast 1900 gestiegen ist. Muss das jetzt so kommen? Nein, muss es überhaupt nicht, ne? Weil das würde ja schon wieder bedeuten, ich habe die Glaskugel. Warum ich jetzt Gold einfach gekauft habe, hat etwas mit folgender Überlegung zu tun, nämlich, dass wenn wir jetzt inflationäre Tendenzen bekommen würden, was ich nicht weiß, dann wäre Gold sicherlich eine ganz gute Anlage und würde wahrscheinlich gut performen. Bekommen wir das Ganze nicht, bekommen es die Notenbanken hin, die Aktienmärkte wieder zu stabilisieren, bekommen es die Notenbanken hin, die Wirtschaft wieder zu stabilisieren, gehen wir also wieder zurück und alles läuft wie bisher, dann wird Gold aus meiner Sicht heraus wahrscheinlich auch nicht so gut laufen, aber dann laufen ja meine Aktien gut. Das heißt also, ich habe zwei Sachen im Depot, wo ich sage, okay, ich habe Aktien, ich habe auch andere Dinge, aber ich habe Aktien und ich habe Gold. Und da ich nicht weiß, wie es ausgeht, möchte ich einfach vorbereitet sein. So, und deswegen habe ich beide Dinge gemacht. Naja, und dann ist natürlich die Ausgangslage rein mal charttechnisch jetzt gesehen nicht schlecht. Das heißt, wir haben jetzt ein fundamentales Bild, was das Ganze aus meiner Sicht eher unterstützt. Und wir sind an einem relativ hohen Punkt. Und ja, das widerspricht komplett dem, was ich vor 4 Wochen gesagt habe oder vor 8 Wochen. Aber wir haben auch eine komplett andere Situation als vor 8 Wochen. Ja? So. Und deswegen muss ich da ein bisschen umdenken. Jetzt kommen wir mal noch zu ein paar anderen Dingen. Warum glaube ich, dass jetzt Rohstoffe spannend sein könnten? Mit Rohstoffen kann man momentan eine Menge Geld machen, weil sie eben doch ein anderes Leben führen als die Aktienmärkte. Jetzt im ersten Moment ist natürlich vieles gleich. Also wir schauen mal hier, wir gehen mal wieder zurück vielleicht auf einen Wochenchart, damit es nicht so hoch ist. Also wir sehen hier Gold, aber wenn ihr euch zum Beispiel mal anschaut, Silber. Ne? Boah, enorm drunter. Warum? Weil Silber eben nicht nur ein Edelmetall ist, sondern auch ein Industriemetall. So, industrielle Nachfrage. Kupfer. Boah, guckt euch mal hier einen längerfristigen Chart von Kupfer an. Vollkatastrophe, ne, wie das hier momentan aussieht. Nicht gut. So, Erdöl. Katastrophe. Wir waren jetzt gestern im Frontmonat oder diese Woche mal im Frontmonat schon an den 20 Dollar heran. So, Öl zum Beispiel, eine ziemlich spannende Sache momentan. Wir wissen alle, haben wir schon darüber gesprochen, dass Öl bei diesem Preis nicht gefördert werden kann, es rechnet sich einfach nicht. Ne? Also soll nicht heißen, dass manche Länder nicht Förderkosten von unter 20 Dollar haben. Aber die drei größten Förderer dieser Welt, Saudi-Arabien, Russland und Amerika, können alle nicht mit 20 Dollar Öl leben. Die brauchen alle deutlich höhere Preise. Saudi-Arabien ist wohl der am meisten Druck hat. Die Amerikaner genauso. Ich glaube, am spannendsten sind dann noch die Russen momentan. Die brauchen eigentlich deutlich höhere Preise. Und jetzt passiert was Verrücktes. Da könnte man ja jetzt denken, wir cutten unsere Produktion. Ne? Aber mit dieser Wirtschaftskrise, die wir jetzt auch noch haben, brauchen die einfach
jeden einzelnen Dollar, den sie kriegen können. Und deswegen pumpen die das Zeug raus. Die Amerikaner, die Russen, die Araber pumpen einfach auf Teufel komm raus Öl, weil es rechnet sich zwar nicht, aber wenn deine Ladenkasse leer ist, dann machst du auch Geschäfte, die sich nicht rechnen, damit du einfach am Abend deine Rechnungen bezahlen kannst. Ne? So, was wir wissen ist, dass mittelfristig, langfristig der Ölpreis nicht hier bleiben kann. Der Ölpreis wird steigen. So, ich glaube sogar, dass er da deutlich steigen wird. Aber momentan noch nicht. Und das kannst du hervorragend nutzen. Das kannst du momentan sehr, sehr gut nutzen. Wir haben zum Beispiel, wir setzen nicht auf fallende Ölpreise, sondern nur, dass der Ölpreis bestimmte Marken nicht mehr in den nächsten paar Wochen überschreitet. Ne? Kannst du über den Verkauf von Future Call Optionen beispielsweise machen. Du kannst Spreads handeln. Wir haben uns, habe ich schon gesagt, mal Tanker angeschaut. Ne? Welche Tankeraktien kann man denn momentan kaufen, weil momentan das Geschäft sehr, sehr gut läuft. Das ist für die, die ein bisschen mehr an dem Thema drin sind. Man kauft einfach das Öl, packt es auf Tanker und verkauft es am Future-Markt. In einem Jahr hast du momentan einen relativ risikolosen Gewinn. Kannst jetzt wahrscheinlich als Privatperson nicht nachmachen, fehlen uns das Geld allen, ne, dass wir uns einen super Tanker mieten können. Aber für Große ist das ein relativ sicheres Ding, was da momentan läuft. Und das machen halt auch viele, auch daran kannst du wieder mitverdienen. Ne? So, also das ist eine spannende Sache. So, jetzt mal angenommen, das Thema Inflation kommt. Was wird denn da noch spannend? Da könnten auch mal solche Dinge spannend werden, wie zum Beispiel Kaffee. Wir haben momentan Kaffeepreise wie in den 70er Jahren. Getreide. Wir haben Getreidepreise, die seit Jahren fallen und die komischerweise aber zuletzt ein bisschen Gas geben, ne, in den letzten 2-3 Wochen. Warum passiert denn das gerade jetzt? Ja, und das sind halt extrem spannende Dinge und deswegen mein Tipp, beschäftigt euch mehr mit dem Thema Rohstoffe. Und Rohstoffe ist mehr als nur Gold. Gold ist ziemlich simpel, das kann jeder machen, ne? Aber du siehst allein schon hier, kaufst du Gold oder kaufst du Silber? Das sind schon enorme Unterschiede. Wer Anfang 2016 Silber gekauft hat, ist wieder da, wo er war. Wer dagegen Gold gekauft hat Anfang 2016, kann auf einen schönen Gewinn schauen. Das heißt, diese Pauschale, und ihr wisst, ich wehre mich gegen diese pauschalen 0815-Weisheiten, kaufe Edelmetalle, stimmt eben momentan auch nicht. Ja? Muss man ganz genau schauen, was man kauft, wieso, weshalb, warum. Und deswegen, wenn euch das interessiert, schreibt mir das auch gerne hier in die Kommentare, werden wir uns auch mehr hier auf diesem Kanal mit dem Thema Rohstoffe beschäftigen, immer mal wieder. Ne? Und also wenn ihr da auch Fragen habt, schreibt die mir einfach mit rein, dann können wir gerne das Ganze mit besprechen. Aber es gehört momentan einfach zum Handwerkszeug eines guten Investors dazu, dass er auch auf diese Bereiche schaut. Und wer jetzt sagt, hey, okay, ich will keine Rohstoffe handeln, sondern wie kann ich das machen? Naja, es gibt ja auch viele Möglichkeiten, dass man das beispielsweise jetzt macht über Aktien, die damit verbunden sind, über Länder, über Währungen. Also es gibt ja ganz, ganz viele Dinge, die da momentan zusammenspielen. Bloß man muss sich eben mit dem Thema beschäftigen. Wir starten übrigens auch in unserem Trainings im Mai wieder ganz neu, auch was zum Thema Rohstoffe. Also wenn dich das interessiert, wenn du sagst, hey, ich möchte mehr über das Thema Rohstoffe lernen, ich möchte lernen, wie man mit Futures, wie man mit Optionen handeln kann, ne? Trag dich hier unten ein, jensraube.de/termin. Gib ganz konkret in deinem ersten Beratungsgespräch an, dass du dich für das Thema Futures, dass du dich für das Thema Rohstoffe interessierst, damit wir dir da auch entsprechend Hilfestellung geben können. Und dann schauen wir mal, ob das was für dich ist. Ne? Gleich eins vorweg, das ist nichts für jemanden, der sagt, er hat 10.000 Euro, okay? Also wer 10.000 Euro hat, der muss andere Dinge machen, für den ist das nichts. Aber wer gerade ein bisschen mehr Geld hat, ne, wer vielleicht sagt, hey, wie kann ich denn jetzt, ich habe vielleicht ein 6-7-stelliges Vermögen und wie gehe ich denn damit jetzt um in der Inflation? Ne? Was mache ich denn, wenn plötzlich mein Geld immer weniger wert wird? Vielleicht kommen ja auch Kapitalverkehrskontrollen, wer weiß. Ne? Wie geht man damit um? Für den könnte das richtige Thema sein. Also beschäftigt euch auf jeden Fall mit dem Thema Rohstoffe und gibt noch eine andere Geschichte, ne? Auch Kryptowährungen könnten jetzt wieder mega spannend sein. Ich glaube auch nicht, dass wir das hier machen, weil da bin ich nicht so der Experte, da verlasse ich mich selbst auf andere Leute, die das für mich machen. Aber auch das ist ein spannendes Thema. So, also, das war's heute zum Thema Rohstoffe. Und wie gesagt, wenn es euch interessiert, schreibt mir das Ganze unten in die Kommentare und da können wir ein bisschen mehr auf das Ganze dann eingehen. Das war's für heute.
Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin euch alles Gute, viel Erfolg und tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye.